In diesem Video zeigen wir, wie mithilfe des Formel-Pro-Gala-Systems Platten- und Pflasterverlegung die Bettung, Verlegung und Verfugung von Terrassenplatten schnell, einfach, sicher und fachgerecht durchgeführt werden, wenn als Untergrund eine Schottertragschicht vorhanden ist. Das Formel-Pro-System Platten- und Pflasterverlegung ist eine sorgfältig durchdachte Zusammenstellung von Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. So wird ein optimales Ergebnis ermöglicht. Zunächst wird das Formel-Pro Gala Universalfugenband lose an die Fassade angehalten. Um es vorläufig zu fixieren, wird zunächst einfach etwas von dem Schotter vor dem Band aufgeschichtet. Später wird es von dem Gewicht des Mörtels und der Terrassenplatten gehalten. Formel-Pro Gala Universalfugenband kann einfach mit einem Sicherheitsmesser zugeschnitten werden. Jetzt kann mit Formel-Pro Gala Compound der Drainagemörtel angemischt werden. Hierzu verwendet man am besten eine Estrich-Misch- und Fördermaschine oder einen Zwangsmischer, aber auch ein Handrührer kann eingesetzt werden. Ein 25 Kilo Gebinde des Mörtels wird je nach erforderlicher Festigkeit und Einsatzzweck mit 100 bis 200 Kilogramm Split vermischt. Zusätzlich wird je nach gewünschter Konsistenz und dem Feuchtigkeitsgehalt des Splits Wasser hinzugegeben. Dies kann mit einem Messbecher dosiert werden. Dann können Sie damit beginnen, den mit Compound angemischten Bettungsmörtel auf der Schottertragschicht aufzuschichten. Dieser sollte je nach Tragschicht eine Schichtstärke von mindestens 6 bis 10 cm haben. Mit einem Laser oder einer Markierungsschnur wird die richtige Höhe angezeigt. Nun wird mit einer Abziehlatte eine ebenmäßige waagerechte Fläche hergestellt. Sobald Sie auf diese Weise genügend Fläche für das Verlegen der ersten Reihe Terrassenplatten geschaffen haben, wird die Formel-Pro Gala Haftbrücke benötigt. Für ein 25 Kilo Gebinde Formel-Pro Gala Haftbrücke werden 6,7 Liter Wasser benötigt, die mit einem langsam laufenden Handrührer vermischt werden. Zum Schutz des Untergrunds sollte dabei eine Folie untergelegt werden. Nach einer kurzen Reifezeit wird die Haftbrücke nochmals aufgerührt. Diese kann nach dem Anmischen ca. 60 Minuten lang verarbeitet werden. Deshalb sollten Sie die Haftbrücke gleichzeitig mit dem Bettungsmörtel und je nach Bedarf portionsweise anrühren. Danach sollte der Rührer direkt in klarem Wasser gereinigt und zusätzlich mit einem Schwamm abgewischt werden. Die Haftbrücke wird mit einer Zahnglättkelle auf der Rückseite der Terrassenplatten aufgetragen. In diesem Fall werden Casafino Granitbodenplatten in hellgrau verlegt. Die Zahnspachtelung sorgt dabei für eine bessere Verkrallung der Haftbrücke in den Mörtel. Mit dem Simplex-Schonhammer können Sie die Lage nachjustieren. Casafino-Fugenkreuze stellen die gewünschte Fugenbreite sicher, die je nach verwendetem Pflasterfugenmörtel unterschiedlich ist. Für Formel-Pro Gala Pflasterfugenmörtel Keramik und Pflasterfugenmörtel 1K sowie auch Zement sind dies mindestens 3 mm. Im Falle von Formel-Pro Pflasterfugenmörtel 2K sind mindestens 5 mm nötig. Hier sieht man, wie gleichmäßig und tief sich die Formel-Pro Gala Haftbrücke mit dem Mörtel verbindet. So arbeitet man sich Reihe für Reihe vor, bis die gesamte Terrassenfläche mit Platten ausgelegt ist. Dabei ist es wahrscheinlich nötig, Platten zuzuschneiden, besonders wenn im Halb- oder Drittelverband verlegt wird. Je nach Beschaffenheit und Stärke der Terrassenplatten können hierfür jeweils unterschiedliche Werkzeuge verwendet werden, zum Beispiel ein Winkelschleifer, ein Platten- und Steintrenner oder ein Nassschneidetisch mit geschlossener Trennscheibe. Letzterer ist zum Schneiden von Keramikplatten sogar unbedingt erforderlich. Jetzt ist schon ein guter Teil der Arbeit geschafft und die Terrassenplatten müssen nur noch verfugt werden.
Zur Vorbereitung nässen sie erst einmal die gesamte Terrassenfläche mit einer Sprühlanze ausgiebig vor. Nun kommt der Formel Pro Fugenmörtel zum Einsatz. Da wir in diesem Beispiel Casafino Granitbodenplatten in hellgrau verlegt haben, ist der Formel Pro Gala Pflasterfugenmörtel 1K Anthrazit die perfekte Wahl. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann deshalb direkt aus dem Eimer heraus verwendet werden. Zum Verfugen werden jeweils einfach ein paar Kellen auf die Platten aufgetragen und dann wird der Mörtel bei gleichzeitigem reichlichem Wässern in die Fugen eingeschlemmt. Am besten mit einem Gummischieber, auch Wasserabzieher genannt. An einigen Stellen kann der Fugenmörtel beim Einarbeiten nachsacken. Dann sollte die entsprechende Fuge sofort nachgearbeitet werden, bis sie vollständig befüllt ist. In dieser Weise wird dann nach und nach die gesamte Terrassenfläche verfugt. Etwa 20 Minuten nach Fertigstellung der Verfugung kann der überschüssige Mörtel mit einem Besen entfernt werden. Der so abgefegte überschüssige Pflasterfugenmörtel muss fachgerecht entsorgt werden und darf nicht wieder in die Fugen eingearbeitet werden. Die Verfugung ist damit abgeschlossen. Jetzt muss der Formel Pro Pflasterfugenmörtel 1K nur noch trocknen. Je nach Außentemperatur ist die Terrasse nach etwa 24 Stunden begehbar. Während dieser Aushärtungszeit sollten die frischen Fugen vor starkem Niederschlag geschützt werden. Bei einer Folienabdeckung ist für eine gute Unterlüftung zu sorgen, um Kondenswasser zu vermeiden. Sobald die Platten begehbar sind, kann das überstehende Formel Pro Universalfugenband abgeschnitten werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Fassade nicht beschädigt wird. Nach circa einer Woche ist der Fugenmörtel vollständig durchgehärtet und voll belastbar. Bis dahin sollte die Terrassenfläche unbedingt vor Frosteinwirkung geschützt werden. Die Terrassenfläche sollte regelmäßig gereinigt werden, damit die Wasserdurchlässigkeit erhalten bleibt. Bei Steinoberflächen können Veränderungen in der Oberfläche entstehen, zum Beispiel Farbveränderungen und/oder vorübergehende Glanzerscheinungen. Vor allem bei stark saugenden Natursteinen und Kunststeinen sind Vorversuche erforderlich.